öfter. Sehr gut. So. Machen wir hier oben ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir da wieder rennen. Jetzt müssen wir wieder wie bekloppt hier. Ach, geht nicht schneller. Geht. Slaps Burst. Yeah! Komm schon! Komm schon! Yeah! Bam! Oh, hinterher jetzt hier. So, der hat sich dreimal im Kreis gedreht. Trinkt er schon wieder mein Bier aus, sag mal? Los jetzt hier. Komm mal vor die Fresse hier. Immer schön vor die Fresse. Hat er den auf dem Fuß getroffen mit dem Billardstock? Hier, sollst du mich duzen? So, geht's jetzt weiter? Nee. Die sind aber auch hartnäckig da. Was das mit dem Bowlingkegel noch hat, weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass wir bei einer Schlägerei bei. Wie hieß denn der Film? Wo sie Polizisten waren. Zwei außer Rand und Band. Da haben sie am Ende ja auf der Bowlingbahn gekämpft. Ja, so, jetzt wieder darin. Bla 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 bla. Meine Tochter. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da ins Rinder. Und zack, Tür auf. Wie schnell sie da rennen, da. Danke, danke, danke. Weiter geht's. Die nehmen aber auch nicht ab hier, doch. Hat den Becher hochgeschmissen, den Krug. So, jetzt kommt das nochmal mit Knacks hier. Gnade, und dann gnade euch Gott, so war das. Was haben wir denn da? Eintrittskarten für die Gruselbahn. Was Geisterbahn? Warum versteckt sich jemand in der Geisterbahn? Ich sehe schon, du machst dir vor Angst in die Hosen. Ich und Angst? Lass uns reingehen. Sehr gut. Er muss nämlich zuerst rennen. Pass mal auf die Wagen auf. Da kommen ja schon die ganzen Leute rausgefahren. Ach, herrlich. Auch wenn das ein bisschen anstrengend ist, so zu kloppen. Oh, mein Knöchel hat geknackt. Kümmert euch um die zwei Kakerlaken, um jeden Preis. Klar, Chef, die werden hier nie vorbeikommen. Ich glaube, er ist wieder weggerannt. Denkst du, er mag uns nicht? Das ist genau das, was ich denke. Bei zwei außer Rand und Band war doch dieser Dings, der Typ in der Bowlingbahn, der Chef, Chef, ich habe da zwei Typen gesehen da, die sind mir nicht ganz geheuer.
Das hat er die ganze Zeit gesagt, ey, herrlich. Komm mal ran hier, du halber Hahn. Mir fehlt doch so dieser Kleine, der, wie gesagt, der mal hinten an Bats Rücken hing. Was für eine Freude, Sie wiederzusehen, mein lieber Herr Knacks. Das reicht jetzt. Ihr Fight fertig. Meine Memme sind die perfekten Schlägermaschinen. Euer Weg endet hier. Na, er kann ja nicht mehr richtig reden. Hast du schon mal versucht, ein Auto im Gipskorsett zu fahren? Zwei Wippich und Schwebel. Da sind sie aber selber noch gefahren. Dieses Auto hier, ist das nicht das Auto, was... Die 37, wir hatten den gefahren, ich glaube Bud Spencer am Anfang. Weiß ich jetzt ja nicht. So, wollt ihr zu meinem Chef? Er hat keine Zeit, um sich mit euch zu unterhalten. Der Chef ist so nett. Und er riecht so gut. Was? Ich erinnere mich noch genau an das erste Mal, als ich ihn gesehen habe. $100 Schein und sagte zu mir: Geh und kauf dir ein paar saubere Klamotten, dann kannst du bla bla bla. Keine Ahnung, seitdem habe ich immer für ihn gearbeitet. Hin und wieder beleidigt er mich. Und er schlägt mich mit einem Baseballschläger. Aber der Chef ist gut. Einmal hat er sogar daran gedacht, mir das volle Gehalt zu zahlen. Ohne den Chef würde es diesen Vergnügungspark gar nicht geben. Zum Glück verstehe ich genau, wie er ist. Und esse diese Dosenbohnen jeden Tag, obwohl sie sonst niemand mag. Ich glaube an ihn. Aber egal, jetzt werde ich euch wie Insekten zerquetschen. Der ist ein bisschen tricky hier, der Boss. Habe ich noch ein bisschen gebraucht. So. So, Terrence holt es immer wieder. Warten, bis er wieder zurück ist. Aber der ist ja schon fast hin. So. So, na, kannst du mich jetzt sehen? Ja, kann ich ziemlich gut sehen. Nun, ich denke, es ist Zeit zu gehen. Da habt ihr eine Filme bei... War das bei irgendeinem Nobody-Film? Warte mal, war das jetzt mein Name ist Nobody? Ich glaube ja. Wo dem und Kleinwüchsen da die Stelzen wegschießt, nimmt ihm die Zigarre raus. Und dann hat er, was er meint, dann so, nee, nicht. Rauchen verursacht kurze Beine. Guck mich an, dann springt er so raus. Ich bin Kettenraucher. So, die Stadt. Wir sind in der Stadt angekommen. Sehr gut. Hey, schau mal. Da ist das Poster von dem Rennen, das wir heute gewonnen haben. Komm, laber nicht, ich jage meinem Geld hinterher. Wow, der Hauptpreis für die Gewinner war ja eine ganz schöne Summe. Was? Also ist Tango schon wieder mit meinem Geld abgehauen? Dem haue ich eine Delle in die Gewürzgurke. Wolltest du ihm nicht sowieso den Gesichtserker eindrücken? Ja, aber jetzt bin ich sauer, wie ein eingelegter Hering. Hey Leute, habt ihr gehört? Diese Banditen jagen den Chef, die nehmen wir uns vor.
Und jetzt sieht man schon hier die nächste Keilerei hier. Das Spiel besteht nur aus Keile. Und manchmal komischen Minigames. So, mal drauf hier. Mal vor die Fresse hier, Jungs. Haltet die Ohren steif. Schön, wenn die sich hier immer um den Kreis drehen hier. Halt, hier darf niemand durch. Sagt wer? Agent Moimir? Ich bin das Gesetz. Ein Pickup hat Angst und Schrecken in der Stadt verursacht. Wir räumen gerade diese Kreuzung. Hey, schau mal dieses Gerüst. Denkst du dasselbe wie ich? Wenn du vorhast, darauf zu klettern, dann wahrscheinlich nicht. Warte hier, ich habe eine Idee. So, wir müssen nach oben. Wie genau es sieht. Herrlich. Ich geh aber so schnell kaputt. Alter, der lebt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. So, dann geht ihr mal durch Treppenhaus auf die andere Seite. Von der Bullimanzei. Da warten schon die nächsten. Ne, ich hab die Art. So, hier. Verfluchten Hunde hier. Trinkt er schon wieder mein Bier? Au, gibt es. Hör mal drauf hier. Das ist das einzige Mittel, was die verstehen. Schmerzen. Schmerzen! Immer noch. Jetzt hat er einen doppelten Salto gemacht. Oder einen Salto gemacht. So, der Pickup sieht ja aus wie der, mit dem das Mädchen entführt wurde. Das ist der Pickup, mit dem das Mädchen entführt wurde. Vielleicht verstecken sie sich da drin. Lass uns reingehen und nachsehen. Oh, Alter, voll die Grafik gerade gewesen. Uiuiui. Entschuldigung. Du brauchst gar nicht so nett sein. Der Pickup hat unser Geld entführt. Und ein Mädchen. Hast du gesehen, wer gefahren ist? Wo sind sie hin? Oh je, scheint wohl gleich richtig ernst zu werden. Moment, ich hole schnell den Geschäftsführer. Herr Tango, Hilfe! Ich werde von einem riesigen Kerl bedroht. Flüchlappen aufgesperrt. Dieser Supermarkt ist jetzt in unserem Besitz. Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Entschuldigung, er ist taub und ich bin ein Krüppel. Ich kann hier nicht wegrennen. Ja, wirklich? Nun, mal sehen, ob der Taube mich so versteht. Was? Warum zum Teufel reagiert er nicht? Lass ihn doch in Ruhe, er ist außerdem noch dumm obendrein. Wen nennst du dumm? Ergreift sie!
die überfallen quasi hier den Supermarkt. Komm mal ran hier. Na los, steh schon auf, damit du wieder in der Fotofresse kriegst. Bleib ja liegen. Ah, die Klopperei, die ist genau original, immer schön die. Ah, herrlich. Liegt man noch an die Filme. So, jetzt müssen wir da weiter. Nun macht schon, lass den nicht näher kommen. Beschmeißen wir uns hier mit Obst. Wir müssen die da drüben abschmeißen. Oh, das war falsche Richtung. Oh, den habe ich nicht. Sehr gut. Warte mal, wir müssen hier unten lang. Auf geht's, zweite Runde. Schmeißen erstmal die ganze Obst durch die Gemüseabteilung. Platz da, der lebt ja immer noch. Die kapieren es einfach nicht. Vor dem her macht der nicht mal was.